Ich bin jetzt kein Experte, aber das ist definitiv eine Bärenspur. Ja, geil. Man sieht's. Da sind tatsächlich Nordlichter. Ja. Wir haben es geschafft. Ja, ist noch nicht ganz so richtig geil. Mit dem bloßen Auge sieht man nur, ist ein bisschen hell und die richtige Färbung kommt nur in der Kamera. Aber ist schon mal sehr, sehr geil. Aber da sieht man es richtig gut. Das stimmt. Also in den Bildern da ist es ein richtig schönes grünes Polarlicht. Ja, wir versuchen es jetzt auf jeden Fall nochmal weiter. Ja. Fahren noch ein bisschen weiter Richtung, was ist das Nordosten. Jetzt hier? Nord. Nee. Doch. Nordosten, stimmt. Nordosten. Da müssen wir uns jetzt beeilen. Genau. Und dann, damit wir das vielleicht haben wir sie da nochmal ein bisschen geiler. Ja. Ja, wir haben uns heute Morgen dazu entschlossen, eine weitere Nacht auf dem Whistler Campground zu verbringen. Hat zwei Gründe. Grund Nummer eins, ist einfach mega geil hier. Also so brunftende Wapitis, 10 Meter neben dem Auto und das den ganzen Abend, den ganzen Morgen. Und hier ist einfach eine pure Action. Es ist einfach der helle Wahnsinn und da geht das Herz richtig auf, das Wildlife-Herz. Von daher richtig gut. Grund Nummer zwei. Wir sind hier in der Nebensaison mittlerweile. Durch das Wildfire und durch die voranschreitende Saison sind eben die meisten Campgrounds schon zu. Wir haben hier noch genau zwei Campgrounds im Nationalpark von Jasper. Das ist der hier, Whistler, und oben am Icefield Parkway, so ein RV-Park. Und das war's. Von daher haben wir nicht viel Alternativen. Aber ist nicht schlimm, weil, wie gesagt, Grund 1. Ne? So, ich komme zurück zum Camper und höre... Sarah kocht. Halt die Schnauze. Man hört dich über den gesamten Campground. Jetzt wissen alle, dass Sarah Böhm am Kochen ist. Wir machen heute eine kleine Wanderung am Mount Edith Cavell. Müssen wir mal gucken, wie weit wir gehen und bis wohin wir kommen. Was steht da? Irgendwas mit Bären schon wieder? Hier gibt es schon wieder Grizzlybären, sollen wir schon wieder aufpassen. Hier gibt es mehrere Möglichkeiten der Wanderung. Wir sind jetzt hier am Parkplatz und man kann auf jeden Fall erstmal zu diesem See. Da soll man wohl einen sehr schönen Ausblick haben auf den Gletscher. Und dann gibt es hier oben auch noch den einen oder anderen Viewpoint. Da wissen wir aber noch nicht, ob wir da hochgehen, ob das Knie hält von Sarah oder die Puste von uns beiden. Werden wir gleich sehen. Wird bestimmt eine schöne Tour. Oder an dieser Felswand soll es wohl immer wieder mal zu Eisstürzen kommen, die dann unten in den See reinklatschen und dafür größere Flutwellen sorgen. Man soll also ein bisschen aufpassen, dass man nicht da unten zu nah am See dran ist. Frau Böhm hat die Schnauze voll.
Einmal ist jetzt was abgebrochen und wir wollten uns gerade fotografieren vor dem schönen. Und jetzt ist in der Zeit dreimal was runtergekommen. Jetzt habe ich so richtig Objektiv drauf und bin drauf gefasst und gespannt. Und jetzt wird nichts mehr kommen. Mit Sicherheit nicht. Zweieinhalb Stunden haben wir jetzt an dem Gletscher verbracht. Die Zeit ist halt einfach verflogen. Wir wissen ja auch nicht so. Wir haben halt Fotos gemacht. Ne? Aber war schön. Der lohnt sich. Kann man hin, kann man auch, das kann man auch in einer Stunde machen alles. Wir werden jetzt nicht mehr die anderen Wege machen oder den anderen Wanderweg zu dem Viewpoint. Da ist jetzt doch ein bisschen Zeit, die Zeit vorangeschritten ist und wir heute noch so ein bisschen den Icefield Parkway reinfahren wollen und noch die gute Sicht ein bisschen nutzen wollen. Ja, schauen wir mal, wie weit wir reinkommen. Wir haben gerade schon überlegt, wir können jetzt die Athabasca Falls uns angucken. Ja, es gibt ein bisschen was man, wo wir noch Station machen können. Wir sind gespannt, was der Abend noch so bringt. Scheint auch halbwegs geworden zu sein, auch wenn die Butter noch klumpig ist. Irgendwie haben die hier keine weiche Butter, habe ich das Gefühl. Und ja, mal schauen. Aber es sieht eigentlich von der Konsistenz ganz aus wie ein Knüppelteig. Auf jeden Fall besser als der Ausfall, der Ausfall letztes Jahr in Norwegen. Das war Katastrophe. Ich habe einfach Öl weggelassen und stattdessen Milch genommen. Sehr gut. Ja, wir freuen uns. Und gerade war schon wieder... wir hatten gerade schon wieder Besuch vom Wapiti-Bullen, der gestern hier wahrscheinlich schon rumgerannt ist. Wir nennen ihn ganz freundlich El Gordo. Der war gerade wieder 5 Meter vom Feuer entfernt oder vom Campground entfernt. Hat mich ein bisschen überrascht. Ich habe nicht damit gerechnet. Er kam direkt aus dem Dunkeln. Aber ja, so ist halt hier nun mal auf dem Whistler Campground. So, Stockbrot mit Würstchen, mit Wiener Würstchen. Und Cheddar. Gut. Schmeckt tatsächlich ziemlich gut.
Das war doch mal erfolgreich. Sehr geil. Ja, wieder Wapitis gesehen, einen Kampf gesehen. Wir haben da eine schöne Wiese am, Campground entdeckt. Da waren gerade zwei Wapiti-Bullen gerade im Parademarsch. Ein anderer Fotograf oder ein paar andere Fotografen. Ja, auch da. Ja, okay. Und dann haben sie gekämpft. Also wir waren gerade noch rechtzeitig. Ein bisschen früher wäre auch nicht schlecht gewesen, aber ja, eine hat tolle. Hat sich auf jeden Fall gelohnt. Jetzt ja. Geht's zum Mullein Lake. Und danach zum Moose Lake. Wir sind jetzt am Mullein Lake angekommen und machen gerade einen kleinen Spaziergang hinter zum Moose Lake. Haben auch schon unser ganzes Gepäck dabei, dass wir auch vielleicht eine etwas größere Runde machen können, wenn wir das wollen. Weil wir sind doch ein bisschen früher da, als die Elche normalerweise rauskommen wahrscheinlich. Und jetzt gucken wir mal, ob da schon einer ist. Und wenn nicht, gehen wir einfach weiter. Schauen wir mal. Moose Lake ist hier links von mir. Wir haben auch tatsächlich schon direkt nach der Ankunft eine Elchkuh gesehen. Die war aber ganz schön weit weg. Hat sich nicht gelohnt für ein Foto. Ja, und ich erkunde jetzt mal ein bisschen auf eigene Faust die Umgebung hier. Mache den Moose Loop. Sarah hat gesagt, sie möchte da sitzen bleiben und gucken und hoffen, dass noch ein paar Elche kommen. Ich denke mal, die Chancen stehen ganz gut. Waren einige Leute da jetzt. Wir haben auch schon von vielen gehört, dass da viel Betrieb ist immer und viele Elche kommen. Also Sarah wird mit Sicherheit was sehen. Und ich auf dem Trail ja vielleicht auch. Und wenn nicht, ist trotzdem eine schöne kleine Tour. Ist auf jeden Fall eine schöne Natur hier. Ich bin jetzt kein Experte, aber das ist definitiv eine Bärenspur. So eine kleine Matschpfützen sind eigentlich ganz geil. Es gibt ja schon eine ganze Menge Vorteile daran, hier in der Nebensaison herzukommen. Weniger Leute, ein bisschen günstigere Preise etc. Machen wir vielleicht noch mal ein separates Video drüber. Es gibt aber auch ein paar Nachteile. Wenn du halt in der Nebensaison bist, kannst du leider nicht mehr alles machen. So zum Beispiel der Bootverleih am Mullein Lake. Die hatten heute ihren letzten Betriebstag. Und wir hatten aber eigentlich geplant, morgen uns ein Kajak auszuleihen und dann so ein bisschen auf dem Mullein Lake rumzupaddeln. Können wir uns jetzt leider abschminken, brauchen wir einen neuen Plan. Ja, und wir hatten in Kenai, hatten wir auch so die Situation, da gab es viele Möglichkeiten der Variation der Bootstouren, die man da sonst im Sommer machen kann oder in der Hauptsaison. Als wir da waren, gab es genau noch eine Variation und die mussten wir dann nehmen. So, aber ich denke mal, die Vorteile überwiegen doch definitiv. Gucke mal einer an. Da
Da sitzt die Sarah oben am Moose Lake und hofft, dass da die Elche auftauchen. Und ich laufe hier unten am Malayan Lake rum, Bad Sieg. Zwei Elche, die da vorne irgendwo am Strand stehen und ein bisschen am Wasser rumdümpeln. War jetzt leider noch ganz schön weit weg, deswegen habe ich noch kein Foto gemacht. Aber vielleicht sind sie ja noch da, wenn ich da an der Ecke bin und lassen sich ein bisschen beobachten. Wäre schön. Da sind sie. Stehen noch da. Ganz entspannt. Und so wie ich das sehe, habe ich die tatsächlich für mich alleine. Weil ich sehe hier sonst keine anderen Menschen. Was hier tatsächlich in Kanada bei so einer Wildtierbeobachtung eine Seltenheit ist. Normalerweise hast du immer irgendwelche Leute, die schon gesehen haben und dann mit dabei sind. Mal gucken, wie nah ich da noch rankomme. Ja, geil. Ja, ich konnte jetzt hier bestimmt 20 Minuten sitzen und die ein bisschen beobachten. War die größte Zeit, die meiste Zeit eigentlich alleine. Außer diese ganzen verdammten Boote, die auf dem See rumschippern. Das war den Elchen auch irgendwann zu viel. Deswegen haben sie jetzt den Rückzug in den Wald angetreten. Bisschen schade. Aber ich gehe jetzt mal auch noch ein bisschen in den Wald in die Richtung. Vielleicht laufen sie mir ja nochmal über den Weg. Ansonsten war es doch schon mal sehr schön. Die Sarah hat leider nichts gesehen. Ja, Moose Lake war dann nicht moosfrei. Da waren welche, zwei, eine Bulle und ein Weibchen, aber die waren, keine Ahnung, 300 Meter weit weg. Sonst war hier nichts. Schade. Hatte ich heute das bessere Händchen. Aber der Tag ist noch nicht zu Ende. Wir gehen jetzt runter zum Malayan Lake. Vielleicht kommt ja noch mal was raus. Hallöchen. Schöne Grüße vom Malayan Lake. Ja, genau. Die erste Woche in Westkanada mit dem Camper ist bei uns rum. Und das bedeutet, es gibt ein neues Highlight-Video. Und diesmal mit ganz normalen Regeln. Eine Woche, drei Highlights, keine Lowlights. Und Sarah fängt an mit ihrem Platz 3. Ich musste tatsächlich eine Weile drüber nachdenken. Mein Platz 3, auf Platz 2 haben es die Grey Jays geschafft, am Black Pump Mountain in Whistler. Mhm. Ich habe die ja schon mal so zutraulich erlebt. Das ist hier ein Nationalvogel, aber so zutraulich, also das war Wahnsinn und ich mag die Vögel einfach. Die sind cool. Ja, ist auch mein Platz 3. Ich fand die auch das cool. Das ist einfach. Die sind dann einfach machen wir cool. Gleich weiter mit Platz 2. Mhm. Mein Platz 2 war die Begegnung mit den Wapitis in der Brunftzeit auf dem Campground Whistler hier in Jasper.
Wir haben einen Kampf gesehen, sehr nah, und es war sehr spektakulär und ja, einfach grandios, die Tiere. Sehr stattlich. Also mein Platz 2 ist der Mount Robson, weil dieser Berg einfach schön ist. Der ist so prominent und steht so geil da. Er ist einfach wunderschön, und wir hatten auch einen super Tag erwischt vom Wetter her. Klare Sicht, einen schönen Sonnenuntergang, sternklaren Himmel. Einfach. Da hat alles gepasst. Ja, stimmt. Richtig, richtig geil. Platz Nummer 1. Mein Platz oder dein Platz? Mein Platz. Dein Platz. Okay. Platz Nummer 1. Die Jagd nach den Polarlichtern. Wir haben vor 3 Tagen. Habe ich einen grünen Schleier gesehen zwischen den Wolken, so ganz mini, und dann sind wir los und Richtung Nordosten gefahren. Und ja, und da haben wir tatsächlich dennoch welche sehen können. Die Wolken waren dann verschwunden und wir hatten freie Sicht. Das war spektakulär und spannend. Stimmt, das habe ich bei mir gar nicht drin, verdammt. Ja. Und das waren deine ersten. Das waren meine ersten Polarlichter. Und die haben es nicht in die Highlights geschafft, da seht ihr mal. Aber wahrscheinlich, weil sie einfach noch nicht so richtig farblich waren. Aber da, vielleicht haben wir ja noch Glück diese Woche. Mal sehen. Tatsächlich war bei mir Platz 1 auch der Whistler Campground. Der hat es bei mir auf Platz 1 geschafft. Aber gar nicht mal der Kampf, den wir gesehen haben, sondern der erste Abend. Mhm. Weil das war für mich das erste Mal, diesen Schrei zu hören oder diesen Brünftschrei von den Wapitis. Und dann war die knarzende Tür, die einfach mal geölt werden muss. und dann war der Wapiti-Bulle so nah und hautnah einfach bei uns. Im Dunkeln. Im Dunkeln, am Feuer. Nee, das war einfach ein Highlight. Also wirklich, das werde ich meine Lebtage nicht mehr, glaube ich, vergessen. Das war, ja, Adrenalin pur. Richtig cool. Gut. Richtig, richtig gut. Ja, und wir schauen mal, was wir jetzt in Woche 2 noch so alles erleben werden. Wir freuen uns drauf. Auf jeden Fall. Bis später. Sie kamen auch und kamen und immer dichter und immer dichter. Und ich dachte, oben siehst du dich. Wir wandern jetzt zu irgendeiner Gletscherzunge. Zu der Athabasca Gletscherzunge. Ich bin ein wenig ernüchtert. Ich hatte mir ein bisschen mehr erhofft.